Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute möchte ich dir mal zeigen, wie du in Photoshop einen Matt-Look hinbekommst. Und das ganz schnell und einfach. Viel Spaß! Ich habe mir ein Foto geöffnet, was ich vor ein paar Jahren an der Burg Eltz geschossen habe. Da habe ich mich mal so selbst ein bisschen porträtiert. Und ich möchte dir anhand dieses Beispiels mal zeigen, wie ich jetzt auf so ein Foto noch einen kleinen Matt-Effekt legen kann. Da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Viele Wege führen nach Rom in Photoshop. Ich möchte dir mal eine ganz einfache Variante zeigen. Und dafür gehe ich jetzt hier in der Ebenenpalette einfach mal auf die Einstellungsebenen und werde mir jetzt hier eine neue Farbfläche anlegen. Und hier kann ich jetzt mir noch eine Farbe einstellen. Hier werde ich mir einfach mal so ein dunkles Grau einstellen. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Ja, ein bisschen heller machen wir das Ganze vielleicht noch so. Ungefähr so. Die Farbe spielt nicht wirklich eine Rolle, da kannst du dir das selber so ein bisschen aussuchen. Wichtig ist jetzt, dass wir hier einen Doppelklick drauf machen. Und zwar nicht auf den Namen oder hier auf eine der Miniaturen, sondern dahinter. Dann komme ich nämlich direkt hier in die Ebenenstile rein und kann mir jetzt hier meine Mischoption anzeigen lassen. Und wichtig ist jetzt, ich möchte die Mischoption der darunterliegenden Ebene einstellen. Und ich könnte jetzt sagen, ich möchte hier alles, was hell ist, durchscheinen lassen. Und je weiter ich diesen Regler jetzt hier rüberziehe, umso mehr kommt davon durch. Ich kann aber das Ganze, weil das sieht ja jetzt noch relativ komisch aus, weil auch der Übergang relativ hart ist, ich kann jetzt aber mit gedrückter Alt- oder Optionstaste diesen Regler hier auch teilen. Und dann wird der Übergang hier richtig schön sanft. Und wenn ich den jetzt hier mal komplett rüberziehe, bis nach links, dann habe ich hier einen richtig tollen Matt-Look drin. Der ist jetzt natürlich am Anfang noch relativ stark, aber ich kann auch jederzeit hier meine Deckkraft noch nach unten setzen. Und diesen Matt-Look also damit dann auch nochmal so ein bisschen verfeinern. Vielleicht setze ich ihn mal so auf ungefähr 60%. Ich denke mal, das gefällt mir ganz gut. Vorher, nachher. Und natürlich kann ich auch jederzeit reingehen und hier mit einem Doppelklick auf dieses Farbfeld die Farbe nochmal verändern. Also das einfach noch ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen heller machen. Je nachdem, wie es dir gefällt. Also da hast du dann halt wirklich volle Kontrolle drüber. Ich mache es jetzt hier mal ein bisschen dunkler und werde jetzt vielleicht die Deckkraft nochmal ein kleines bisschen nach oben setzen. So, auf ungefähr 70%, ja, ist fast ein bisschen viel, packen wir sie mal auf mal 65%. Aber du siehst, du kannst jetzt hier sehr schön damit rumspielen und das Ganze dir so einstellen, wie du es brauchst. Richtig schöner Effekt, wie ich finde, gerade bei solchen Situationen, wo das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat, wo man so ein bisschen Moody-Style hat, dann kommt so ein Farblook bzw. so ein Effekt richtig gut. Das war es schon wieder zum Thema Matt-Look. Du siehst, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist nur ein Weg. Man kann natürlich auch mit Gradationskurven arbeiten. Wobei ich sagen muss, dass ich diesen Weg inzwischen echt cool finde. Gerade wenn ich in Photoshop unterwegs bin. Natürlich, wenn du in Lightroom unterwegs bist, ist eine Gradationskurve einfacher. Da haben wir keine Ebenen und so weiter. Aber wenn ich schon in Photoshop drin bin, dann finde ich diese Variante eigentlich noch viel, viel schöner, weil ich damit auch noch die Helligkeiten und auch die Farbgebung noch so ein bisschen kontrollieren kann. Und das wesentlich besser und visueller eigentlich noch als mit den Gradationskurven. Aber wie gesagt, entscheid selber, wie du den Matt-Effekt machen möchtest. Das hier ist die Variante, die ich cool finde. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Du kannst gerne einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video gefallen hat. Und ansonsten natürlich auch den Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Also, bis dann. Ciao.